Willkommen beim League of Legends Champion Spotlight mit Rakan, dem Publikumsliebling. Wichtige Dinge sollte man nicht ernst nehmen. Gehen wir! Schatz? Schatz! Alter, was ist das denn für einer? Rakans Passiv ist aufgeplustert. Sein Umhang generiert gelegentlich ein Schild, selbst im Kampf. Rakan kann die Abklingzeit von aufgeplustert verringern, indem er gegnerische Champions angreift. Mit seiner wahren Liebe Xayah im selben Team erhält Rakan ein zweites Passiv, innige Verbindung. Wenn Xayah oder Rakan Rückruf nutzen, können sie gemeinsam zur Basis zurückkehren. Oh, sind wir nicht süß. Rakans Q ist Phönixfeder und schleudert eine verzauberte Feder, die dem ersten Gegner Schaden zufügt. Wenn sie ein Champion oder ein episches Monster trifft, wird der zweite Teil der Fähigkeit aktiv. Nach wenigen Sekunden oder wenn er einen Freund berührt, heilt Rakan alle Verbündeten in der Nähe. Mit Phönixfeder kann Rakan gut schnelle Duelle in der Lane gewinnen. Attackiere mit der Feder und normalen Angriffen und stupse dann deinen Kumpel an, um die Heilung auszulösen. Rakans W ist gelungener Auftritt. Er springt nach vorne und landet mit Stil an seinem Zielpunkt. Nach einer kurzen Pause schleudert er alle Gegner in der Nähe theatralisch in die Luft und verletzt sie. Mit gelungener Auftritt lassen sich extrem gut Kämpfe beginnen. Dank der großen Reichweite kannst du auswählen, auf welcher Seite des Gegners du landest. Unaufhaltbar! Rakans E ist Kriegstänzer. Er springt an die Seite eines verbündeten Champions und verleiht ihm einen Schild. Dann kann ein Kriegstänzer ein zweites Mal wirken, auch auf dasselbe Ziel, bevor es abklingt. Wenn Rakans Verbündete Xayah ist, kann er aus noch größerer Entfernung zu ihr springen. Baby, ich komme! Ja, komm her. Mit Kriegstänzer kann man sich gut für gelungener Auftritt positionieren. Der erste Sprung lässt den Gegner davonblitzen, mit dem zweiten ziehst du dich zurück. Rakans Ult ist Stepp dir den Weg frei und hält ein paar Sekunden an. Ist Stepp dir den Weg frei aktiv, erhält Rakan Lauftempo, bezaubert Gegner, die er berührt, und fügt ihnen Schaden zu. Er erhält noch mehr Lauftempo, sobald er seinen ersten Champion bezaubert. Gegner können nur einmal bezaubert werden. Scooby-Doo-Bop-Bop-Boo, sonst wird Schatz sauer. Mit Rakans Ult kommt man sehr gut aus haarigen Situationen heraus. Er wagt sich mit gelungener Auftritt weit vor, zieht sich mit Stepp dir den Weg frei elegant zurück und hinterlässt ein paar gebrochene Herzen. Rakan stößt sich für einen gelungenen Auftritt mit Vorliebe von Teamkollegen ab. Dank Kriegstänzer vollführt er einen atemberaubenden Salto über Lee Sin und hin zu Jin. Wie fühlt man sich, wenn man zur Abwechslung mal selbst kunstvoll den Löffel abgibt? Rakan beherrscht drei Mobilitätsfähigkeiten. Er kann angreifen, abhauen und wieder angreifen, wann immer er will. In Konfrontationen kann Rakan nicht bestehen, daher meidet er mit Kriegstänzer die Gefahr und hilft mit gelungener Auftritt aus, während Lucian ordentlich reinhaut. Als seine Fähigkeiten wieder bereit sind, springt er über die Mauer und holt sich Jin und Xerath mit Stepp dir den Weg frei. Eine Ohrfeige für dich! Dank seiner Fähigkeiten kommt Rakan schnell zu Freunden, was aber nicht immer gut ist. Er wollte Jin ein Schild geben, bringt stattdessen aber einen frischen Brand-Ult mit und wird schmerzlich lange von Morgana festgehalten. Mit etwas mehr Umsicht wären der Publikumsliebling und der Virtuose womöglich lebend entkommen. Ich bin zu schön, um zu sterben! Rakan kann extrem gut in Kämpfe hinein und wieder herausspringen, vor allem wenn Xayah im Team ist. Er stürzt sich mit gelungener Auftritt auf Kog'Maw, verursacht mit Phönixfeder Schaden, wirkt an den Schild und heilt den Schützen, der es am nötigsten hat. Als die Gegner seiner Liebsten nachjagen, legt er den zweiten Auftritt hin und vernichtet die leeren Bestie zusammen mit Schatzi. Nachdem der sexy Supporter Kog'Maw erledigt hat, folgt er Braum in den Dschungel und haut ihm eins auf den Schnurrbart. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Auf in den Teamkampf. Rakan bezaubert anfangs alle Gegner in Sichtweite. Doch der Kampf nimmt eine böse Wendung, als Xayah sich zu tief in den Fluss wagt.
Zum Glück ist Rakan selbstlos und ein wahrer Gentleman. Er fängt sich für seine bessere Hälfte eine Kugel ein. Was zum Teufel hast du dir dabei gedacht? Vorhin? Ja. Gar nichts. Ich denke nie. Ach, denk. Danke, dass du dir das Champion Spotlight mit mir, Rakan, angesehen hast. Schau dir auch das Spotlight mit Xayah an, um mehr über das Duo zu erfahren. Ja. Hey, ich bin hier drüben. Das ist mein Spotlight. Sorry, Baby.